Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute widmen wir uns der Frage, ob die Beziehung noch zu retten ist. Es ist wie immer eine allgemeine Legung. Nehmt also mit, was mit euch resoniert und den Rest lasst ihr ziehen. Am Ende blende ich die Playlist ein. Beziehung retten Playlist. Klickt da drauf und schaut euch da nochmal Mond, Venus, gerne auch den Aszendenten an. Dann habt ihr wirklich alle Infos. Wenn ihr mir persönliche Fragen stellen wollt, ist das auch möglich. Einfach auf den Button Mitglied werden klicken oder am Ende des Videos auf den Button persönliche Legung. Und da findet ihr dann raus, wie das funktioniert. Man kann mir zweimal eine Frage im Monat stellen, zweimal zwei oder zweimal drei. So, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Nee. Dann würde ich sagen, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Stiere und fragen, ist die Beziehung der Stiere zu ihrem Herzmensch noch zu retten? Kann man da noch was tun? Finden die beiden wieder zueinander? Rat des Schicksals, Schütze-Energie, 10 der Schwerter, Ass der Schwerter, 3 der Münzen auf dem Kopf, 6 der Münzen, Hohepriesterin, Schütze- und Krebsenergie liegen hier. Meine Lieben, jein, ist die Antwort auf die Frage. Also tatsächlich gibt es da Chancen, aber es gibt hier verschiedene Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit diese Beziehung nochmal gerettet werden kann. Hier ist momentan wirklich, hier ist irgendeine Art von Situation, die euch sehr, sehr lahmlegt, ja, die unfassbar schmerzhaft und verletzend ist. Diese Dinge müssen angesprochen werden. Hier muss eine Wahrheit, also jeder von euch muss seine ehrliche, wahre, authentische Meinung zu diesem Thema, zu dieser Verletzung, diesem Schmerz, dieser Problematik, die euch so lähmt, die eure Beziehung so zerfetzt, aussprechen können. Das heißt also nicht nur bezugnehmendes Reden, sondern auch gewaltfrei, ja? Ohne Vorwürfe, ohne dies, das, wirklich in voller Akzeptanz, auch wenn ihr komplett anderer Meinung seid, hört euch an, was euer Gegenüber zu sagen hat und euer Gegenüber muss sich anhören, was ihr zu sagen habt. Also wirklich völlige Akzeptanz unterschiedlicher Meinungen und auch das Sprechen und gemeinsam durchgehen durch einen Schmerz zum Beispiel, ja, durch eine Verletzung, durch diese Problematik, muss da möglich sein. Dann kann das funktionieren, das kann neues Vertrauen aufbauen. Hier geht es aber für einige von euch auch um eine dritte Person, das muss keine Affäre sein, aber so eine Art Verhinderer. Irgendwie jemand, der euch vielleicht nicht mag oder jemand, der euch gut gemeinte Ratschläge gibt und euch aber so ein bisschen verwirrt, ja. Also hier bei vielen tatsächlich wird da von außen in irgendeiner Art und Weise reingefuscht und das mag mit den besten Absichten sein, ja. Noch nicht mal bösartig, aber das passiert und das ist ein weiterer Verhinderer, sag ich mal, der diese Beziehung lähmt und euch auch voneinander wegbringt. Hier kann es, wenn ihr da durchgeht, ja, also wirklich gewaltfrei und vollkommen akzeptierendes Aussprechen plus allemal aus dieser Beziehung raushalten, kann es sein, dass ihr wieder zueinander findet, ja? Dass ihr da die Kuh vom Eis kriegt, dass ihr euch unterstützt und wie gesagt, dass ihr euch wieder vertraut. Das Ganze
scheint mir eine Karma-Geschichte zu sein. Bei so Karma-Geschichten ist es oft so, dass wenn man es gelöst hat, auch getrennte Wege geht. Die große Kunst ist es jetzt, dass man sich dann auf dem Weg nicht verliert. Ja, wenn man seine persönliche Aufgabe durch hat, und das, so Karma-Geschichten tun oft weh. Ja? So Karma-Geschichten sind selten, sitzt man selten auf einer Pobacke ab. Sich da dann nicht zu verlieren und zu sagen, hey, wir haben das geschafft, das als wertvollen Kit, um zusammenzuwachsen, zu sehen. Das ist dann die Kunst. Und das ist auch möglich. Ich sage euch aber, das ist eine ganze Menge Arbeit, die dahinter steckt. Ne? Und für einige ist es ratsam, hier auch angezeigt mit den Sechs der Münzen und der Hohepriesterin, um diese Stagnation zu überwinden, um sich, wenn da schmerzhafte, verletzende Themen angesprochen werden, da nicht in den Rückzug zu gehen, sondern mutig da durchzugehen und da wirklich in die Lösung zu gehen, kann es ratsam sein, sich irgendeine Art Mediator oder Paartherapeuten zu suchen. Wichtig ist, dass es ein Fachmann, eine Fachfrau ist, ja, jemand, der sich damit auskennt und nicht wieder irgendeine dritte Person. Ja, lasst Familie da raus, lasst Freunde da raus, lasst Kollegen da raus, lasst alle da raus, die nicht ansatzweise irgendwie eine Therapeutenausbildung oder Mediatorenweiterbildung haben. Ja, ganz wichtig, dass das eine objektive Person ist. Jemand, der nicht in keinster Weise mit euch emotional auf einer persönlichen Ebene verbandelt ist. Dann könnt ihr das schaffen, liebe Stiere. Für vollständige Informationen zu dem Thema schaut euch Mond-Venus an in der Playlist Beziehung retten. Wird gleich hier oben rechts eingeblendet. Oben links wird eure Stier-Playlist mit allen Stier-Videos zu unterschiedlichen Themen im Juli eingeblendet. Abo-Button kommt auch rein und der Button für die persönlichen Legungen, für mehr Infos dazu, kommt auch rein. Tobt euch aus. Meine lieben Stiere, ich drücke euch die Daumen, dass ihr die Liebe findet, die ihr euch wünscht. Und auch eurem Herzmenschen wünsche ich das. Und bestenfalls kriegt ihr die Kuh gemeinsam vom Eis. Alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.